Wenn der Narzisst dich versucht zu hoovern, dich zurückzusaugen in den toxischen narzisstischen Kreislauf, dann hat das nichts mit wahrer Liebe zu tun, sondern mit Manipulation und Kontrolle, um wieder die vollumfängliche Macht über dich zu haben. Und damit hast du auch schon eine Antwort auf die Frage, warum der Narzisst hoovert. Es geht wie immer und so oft um Macht und Kontrolle. In der Zwischenzeit kennst du ja schon den Ablauf dieses toxischen narzisstischen Kreislaufes. Du wirst gelovebombt und idealisiert, dann wirst du abgewertet und dann kommt der Discard. Und du magst denken, nach diesem abrupten Weggeworfen werden von einem Narzissten wird er nie wieder bei dir auf der Matte stehen. Es vergehen Tage, Wochen, Monate oder auch Jahre, wo du nichts von ihm hörst. Und dann auf einmal kommt ein Anruf oder eine WhatsApp. Hallo, du, wie geht's dir? Ich wollte nur mal schauen, ob's dir gut geht. Und du bist vollkommen perplex. Der tut so, als ob gar nichts passiert ist. Vor einem Hoover bist du auch nicht gefeit, wenn du den Narzissten vor die Tür gesetzt hattest vor XY Zeit. Wenn der Narzisst der Überzeugung ist, dass du ihm wieder irgendwo ausreichend von diesen vier S's, Supply, Sex, Services und Safety, liefern kannst, dann ist die Chance groß, dass er dich irgendwann wieder hoovert. Das Hoovern hat die Zielsetzung, dich wieder zurückzuziehen in diesen toxischen narzisstischen Kreislauf, dass du wieder anfängst mit ihm in der Phase Lovebombing-Idealisierung. Das nennt man auch positives Hoovern, also das Zurücksaugen mit dem Versuch, dich wieder in einen neuen Cycle in diesen toxischen narzisstischen Kreislauf reinzuziehen, mit dem Start Lovebombing. Aber hast du auch schon gehört, dass es das negative Hoovern gibt? Wenn der Narzisst zum Beispiel mit dir noch nicht fertig war, weil du ihn verlassen hast, bevor er dich gediscardet hat, da kann es passieren, dass dich der Narzisst versucht zurückzuhuvern, um dir dann einmal richtig einen Tritt in den Hintern geben zu können. Oder wenn du ihn zum Beispiel dazu gebracht hast, zu dekompensieren, die Mortification, dann ist es nicht selten, dass sich der Narzisst an dir rächen will, wenn er sich wieder aufgerappelt hat. Und das lässt sich doch auch wunderbar mit einem Hoovern verbinden, dass er dir erstmal vorspielt, dass er dies und das doch wieder von dir will und wie super klasse du doch bist, um dich dann im nächsten Augenblick wie eine heiße Kartoffel fallen zu lassen. Dieser narzisstische Kreislauf ist für den Narzissten wie ein Hamsterrad. Er läuft und läuft und läuft und wiederholt und wiederholt und wiederholt den Kreislauf immer, immer wieder. Und hat etwas Zwanghaftes, ist ritualisiert. Die englische Fachterminologie dafür ist Repetition Compulsion. Und auch die Betroffenen, die sogenannten Opfer von diesem narzisstischen Missbrauch, sind dort so involviert, dass sie da auch zwanghaft wiederholend mitwirken. Es ist wie eine Sucht, wie eine Addiction. Je intensiver du die Lovebombing-Phase empfunden hattest, umso schwieriger wird es für dich, dem Hoovern zu widerstehen, wenn es dann kommt. Weil du bist ja noch sozusagen gefixt. Auch wenn er dich gediscardet hat und vorher abgewertet hat und das auch einiges mit dir gemacht hat, du bist im Prinzip noch angefixt. Dieses Lovebomben, dieses Idealisiertwerden durch einen Narzissten ist einmalig. Sowas erlebt man nicht in einer, in Anführungsstrichen, normalen Beziehung. Und wenn du da selber eine oder mehrere Thematiken mit dir hast, dass du dich selber nicht magst, dass du dich selber nicht wertschätzen kannst, dass du von deinen früheren Bezugspersonen abgewertet worden bist, etc., dann fehlt dir was, dann wurden deine Bedürfnisse nicht ausreichend befriedigt und du bist immer auf der Suche danach, das nachzuholen. Und da du dir das selber nicht geben kannst, dann von extern zu holen, diese Bestätigung. Und genau das macht der Narzisst in der Lovebombing- und Idealisierungsphase. Er packt dich, stellt dich auf ein Podest und gibt dir all diese Aufmerksamkeit und Bestätigung, die du früher nie bekommen hast und die du dir selber auch nicht geben kannst. Das war so eine schöne, tolle Zeit für dich, auch wie du eins warst mit dem Narzissten. Das möchtest du irgendwie wiedererleben, auch wenn dir der Narzisst so viel angetan hat. Und wenn er dann um die Ecke kommt, dich anlächelt und dir sagt, ich habe dich immer geliebt, ich werde mich ändern, wir tun dies und das zusammen, bla bla bla, Future Faking vom Feinsten. Und du da zu diesem Zeitpunkt noch nicht von dem Narzissten wirklich innerlich separiert bist und du deine eigenen Hausaufgaben noch nicht beendet hast,
dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du diesem Hoover in Anführungsstrichen zum Opfer fällst und deine nächste Runde im Kreislauf drehst. Es ist leider Faktum, dass viele, viele Betroffene nicht nur eine Runde in diesem Kreislauf rennen und wenn dann nicht mit dem gleichen Narzissten, dann mit dem nächsten Narzissten in einem anderen, nächsten, gleichen Zyklus laufen. Will heißen, wie der Narzisst im Hamsterrad ihre Runden drehen. Prädestiniert dafür sind insbesondere Co-Abhängige und Borderliner. Also zusammenfassend, der Narzisst hovert, um dich wieder unter seine Fittiche zu bekommen, um dich zu kontrollieren. Es ist ein Manipulationstool und es hat mit Liebe null, zero, nada, nichts zu tun. Der Sam Vaknin, der hat mit seinem Konzept der Shared Fantasy noch eine andere Motivation für das Hovern. Kurz, was ist die Shared Fantasy? Mittels der Shared Fantasy möchte sich der Narzisst separieren und individualisieren. Das ist ihm mit seiner original mütterlichen Bezugsperson nicht möglich gewesen. Der Narzisst ist somit sein Leben lang auf der Suche nach einer Person, mit der er diese Separation, Individualisierung erfolgreich durchführen kann. Wenn der Narzisst eine Person trifft, die erstens einmal Potenzial dafür hat, die vier S's zu beliefern, also Supply, Sex, Services und Safety, und dazu noch das Potenzial hat, eine gute Mutter zu sein, dann ist diese Person das Objekt der Begierde vom Narzissten. Der Narzisst macht dann einen Snapshot von dieser Person und internalisiert diese. Dieses internalisierte Snapshot wird dann noch gefotoshoppt, also hübsch und schön und perfekt gemacht. Und mit diesem perfekten, idealisierten Introject interagiert der Narzisst dann nur noch, nicht mehr mit der realen externen Person. Diese Person ist also Platzhalter für seine Original Mom. Und mit dieser Platzhalter Mom möchte der Narzisst nun eben halt sich erfolgreich separieren und individualisieren. Aufgrund der inneren Dynamiken im Narzissten funktioniert das leider nicht so, wie er sich das vorstellt. Im Laufe der Abwertung und des Discardes versucht der Narzisst, sich sowohl der externen Person als auch des Introjects zu entledigen. Der Narzisst ist erfolgreich darin, sich der externen Person zu entledigen, jedoch nicht des Introjects von dieser Person. Und das ist laut Sam der Grund dafür, dass der Narzisst hovert. Also der Narzisst wird dich als externe Person los, indem er dich einmal wegdumpt, ab in Müll, weg. Aber wovon er sich nicht entledigen kann, ist von dem Introject, was er von dir hat. Das heißt, der Narzisst hat eine Introject-Konstanz und eine Objekt-Inkonstanz. Deswegen kann der Narzisst die externe Person auch so auswechseln von einer Minute auf die andere. Also zusammenfassend, laut Sam ist der Narzisst aufgrund seiner Introject-Konstanz dazu verdammt, die Leute wieder zu hovern. Und da, wie ich ja schon vorher gesagt hatte, der Narzisst in dieser Repetition-Compulsion-Schleife drin hängt, muss er dich, respektive dein Introject, was er von dir hat in seinem Kopf, irgendwann wieder weiß zeichnen, damit er dich dann wieder in die nächste Lovebombing-Phase zurückziehen kann. Ob er will oder nicht. Einzige Ausnahme, wann der Narzisst dich nicht zurückhovert, wenn du ihn dekompensiert hast. Also wenn der Narzisst in eine Mortification gelaufen ist und sein falsches Ich einmal komplett verrutscht, abgegangen, kaputt gegangen ist. Also der Narzisst sozusagen einen Reset seines Betriebssystems vornehmen musste. Dann hast du Ruhe vor ihm. Was kannst du nun mitnehmen aus diesem Beitrag? Erstens, siehe das Hovern als das, was es ist. Mittel zum Zweck. Mittel, um dich wieder unter seinem Loop zu bekommen. Zweitens, hinterfrage du dich, was und wie du dazu beigetragen hast, dass du wieder zurückgehovert worden bist und vielleicht wieder in eine neue Runde eingestiegen bist. Was sind deine Themen, die dazu beitragen, dass du solche, in Anführungsstrichen, Beziehungen brauchst? Hinterfrage dich, warum solche Beziehungen vielleicht deine Komfortzone sind. Und drittens, behalte im Hinterkopf, dass du vor einem Hovern niemals gefeit bist, außer du hast ihn dann irgendwann mal dekompensiert. Ansonsten ist der beste Weg, sich da endgültig vor solchen Hover-Attacken zu schützen, dass du in den No-Contact gehst und nada finished aus mit ihm.
Du bist stark, du schaffst das, glaub an dich.